Wunderschönen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis. Willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, ihr hört es an meiner Stimme. Ist ein nicht so schönes Video, oder es wird wahrscheinlich ein nicht so schönes Video. Zwei Kunden von mir, ja, wie gesagt, einer davon, der Lebensgefährte, hat sich entschieden, nach Deutschland mit dem Auto zu fahren. Ist während der Fahrt eingeschlafen, auf einen LKW draufgefahren, Schädel gebrochen, so wie die Gendarme das erzählt hat. Und ja, fahren wir hin ins Krankenhaus. Das Krankenhaus ist aber nicht in Alanya, sondern in Bursa. Also 10 Stunden Autofahrt von hier. Gut. Schauen wir mal, dass wir da heil ankommen. Das Wetter ist ja nicht so toll. Wir haben ja Schnee und alles. Wie gesagt, scheiße, wenn sowas passiert. Sie spricht natürlich kein Türkisch. Und wir können unsere Kunden nicht alleine lassen. Das heißt natürlich dann auch, wenn es das andere Ende der Türkei ist, gut, dann ist es das andere Ende der Türkei. Und nicht lange rumlabern, wir haben keine Zeit. Geiles Wetter hier in Alanya. Ich hoffe, in Bursa ist es auch so. Ich glaube aber eher nicht. Uludağ ist ja da in der Nähe, fällt mir gerade ein. Wenn der Anlass ein schönerer wäre, dann würden wir wahrscheinlich einen Abstecher nach Uludağ machen und da irgendwie mal irgendwie ein Wochenende bleiben, irgendwie wintersportmäßig. Naja. Blöde ist halt auch, dass es in Bursa keinen Flughafen gibt. Und für die Leute, die nicht wissen, wo Bursa ist, ist eigentlich ziemlich scheiße gelegen, zumindest von Alanya aus. Weil Istanbul ist oben und Bursa ist genau da unten, hat keinen Flughafen. Und ich glaube, nach Istanbul von Bursa sind es auch so 200 Kilometer irgendwas. Ja, und von uns halt eine ganze Ecke mehr, ne? Deswegen, sonst wäre Fliegen wahrscheinlich sinnvoller. Aber gut, machen wir mal wieder einen Roadtrip. Hoffen wir, inshallah, kommen wir heil an. Ist ja ein sehr, sehr weiter Weg. Und dann hoffen wir, dass wir positive Nachrichten im Krankenhaus bekommen, dass es dem Klaus verhältnismäßig gut geht und vor allem, dass er durchkommt. Das wäre sehr schön. Daumen drücken. Ja, das Wetter ist mal wieder traumhaft. 17 Grad haben wir. Schauen wir einfach mal, wie es gleich ausschaut. Natürlich blöd für die ganzen Termine, die wir haben, aber wir sind ja ein großes Team und solche Dinge gehen halt eben vor. Und ja, wie gesagt, wenn man ein großes Team hat, dann hat man halt einen Support. Ne? Wie gesagt, Teamwork ist mega wichtig, Zusammenhalt ist sowieso mega wichtig, nicht nur in der Türkei, egal wo auf der Welt. Ja, lassen unsere Kunden definitiv nicht alleine. Und wenn es dann ans andere Ende der Türkei geht, dann ist das halt eben auch so. Die Kunden, die hier vor Ort sind, denen wird natürlich im Office auch weitergeholfen, logischerweise. Standen auch noch ein paar Behördengänge an, Bankkonten eröffnen etc. pp. Aber wie gesagt, das wird alles geregelt. Ja, da sind wir schon wieder im Office, ne? Ja, und schon geht die Fahrt los. Wir sind noch in Alanya und schauen wir mal, wie lange die Fahrt dauern wird, wann wir ankommen. Wir sind mit dem Komutan, also von der Gendarme vor Ort, in Kontakt. Und ich hoffe mal, dass es da keine Winterreifenpflicht gibt in Isparta oder so. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Hinten die Berge voller Schnee und davor das Meer. Mega. Also auf dem Handy sieht es wahrscheinlich nicht so gut aus nachher. Seht ihr das? Ich hoffe mal, nachher im Video wird man das ein bisschen sehen können. Also in Natur sieht das ja tausendmal besser aus, oder? Ja, wie im Bilderbuch. Wie im Bilderbuch. Ja, wir sind jetzt kurz vor Antalya.
Also schon eine ganze Weile unterwegs, 35 Kilometer noch. Wir fahren gerade aus Serdek raus. Brauchen noch 6 Stunden. Ja, der Kommutant von der Gendarme hat uns gerade den Konum, den Standort geschickt. Das ist in Kestel. In Kestel gibt es echt nur Scheiße. Ich frage mich, ob es da auch so ein Café der verkrachten Existenzen gibt. Da wären wir schon wieder mal angekommen und lange nicht mehr in Antalya gewesen. Jetzt noch 4 Kilometerchen und dann geht es rechts Richtung Isparta und Burdur. Und dann schauen wir mal. Ja, langsam wird es snowy hier, ein bisschen schneeig. Schnee im Sommer. Ja, hier liegt überall Schnee. Gerade in eine Radarkontrolle gekommen. Ich war zu schnell. Das gibt ein Ticket. Hier liegt überall Schnee. Ich habe den Ticket bekommen. 427 Lira. Das sind knapp 28 Euro. Ich war 51 km/h zu schnell. Drauf geschissen, oder? Ja, hier sind wir in Isparta und wie wir sehen, liegt hier Schnee. Wir haben gerade 5 Grad Außentemperatur. Ich weiß schon, warum ich nicht in Isparta lebe, wegen Schnee und wegen Knöllchen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie Schnee aussieht. Ich habe jetzt da so ein Frostzeichen neben meinem Temperatur. Und der Tacho, also der Drehzahlmesser ging gerade weg und dann kam Warnung, Kältegefahr. Hat er recht, könnte passieren bei dem Schnee hier. Das sind Berge hier. Oben fliegt ein Kampfjet. Isparta, wir haben auch einen Subway gefunden, by the way. Und natürlich haben wir ihn wieder gefunden. Ja, so wie ihr mich kennt, Subway, auch hier wird auf die Maske geschissen, wie ihr seht. Ja, noch 270 Kilometer, wir sind Richtung Afyon am Fahren. 3 Stündchen dauert es noch. Und hier habe ich zum ersten Mal in der Türkei einen Blitzer gesehen. Meine Frau hat mich dann auch freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht, dass nicht die ganze Türkei wie Alanya ist. Wäre ich alleine nicht drauf gekommen. Auf jeden Fall ein Riesending. Ich hoffe, dass wir noch mal einen sehen. Dann zeige ich den euch. Wie in Deutschland. Nur wesentlich größer. Ja. Soll man sagen. So, ihr Lieben. Und hier sind wir in Kütahya. Hier kommt das geile Ceramic her, was ihr überall seht in den ganzen Wohnungen. Wenn ihr überall hochwertige Boden- und Wandbelege seht, dann könnt ihr sicher sein, dass es aus dieser Stadt hier kommt. Ich hatte, glaube ich, mal ein Video gemacht im vergangenen Jahr, Shoppen für unsere Villen. Da waren wir in dem gleichnamigen Geschäft und ja, die beziehen das genau aus diesem Ort. Könnt ihr vielleicht mal schauen im vergangenen Jahr. Ja, da unten ist ein schöner See. Wir sind hier bei Kütahya raus, wir sind Richtung Bursa, haben noch 140 Kilometer roundabout vor uns. Ja, wir haben ja auch nicht mehr so viele Kilometer, also 130 irgendwas, 6,5 Stunden unterwegs und haben noch 2 Stündchen vor uns. Ja, wir sind jetzt noch 90, 88 Kilometer von Bursa weg und ihr seht ja, die Sonne geht schon langsam unter, also ich denke mal, in der nächsten Stunde, wenn wir ankommen, dann wird die Sonne komplett weg sein. Das müsste aber eigentlich das Hauptquartier oder das Nebenquartier von der Gendarme sein und dann fahren die dann mit uns zum Krankenhaus rüber. Wir lassen uns überraschen. Ja, wir sind hier in Inegöl.
Hier kann man auch günstig einkaufen, Möbel etc. Seht ihr, was hier für die Luft ist. Ich glaube, die heizen hier irgendwie mit Holz oder was weiß ich. Voll dunkel. Das ist voll schlimm. Ja. Oh, da hinten ist eine Fabrik, die Luft hier so schön macht. Ja, riecht natürlich auch dann dementsprechend, ne? So, wir passieren Bursa. Jetzt sind wir in Bursa. Wir haben noch ein paar Kilometerchen, nicht mehr viele, 3-4 Kilometer, bis wir am Treffpunkt sind. Mega gut sind wir bis jetzt auf jeden Fall durchgekommen. 13 Grad haben die gerade in Bursa. Bursa hat 1,6 Millionen Einwohner, Industriestadt. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wir schauen einfach mal, ob wir nochmal irgendwie Gelegenheit haben, hier ein bisschen Sightseeing zu betreiben. Ich muss ja auch noch diese Pins für den Kühlschrank bekommen. Muss ich ja von jeder Stadt haben. Sind natürlich dran vorbeigefahren, habe ich nicht auf meine Frau gehört. Klar, Hauptquartier von Gendarmen, auch wo sonst, habe ich ja tausendmal gesagt. Naja. Hier gehen wir auf jeden Fall hin. Ja, der Kommandant hat Feierabend, fährt aber an seinem Feierabend zivil mit uns ins Krankenhaus, auch mega nett. Vor uns sind die. Er hat einen Freund gebeten, ihn zu fahren. Und wir sind auf dem Weg zum Krankenhaus, um nach dem Klaus zu schauen. Meine Frau hat eben gefragt, ob wir nur mit Maske ins Krankenhaus dürfen. Und dann sagt er, ach, ist kein Problem, komm einfach rein. Ja, wenn man die richtigen Leute hat. Schauen wir mal, ob es wirklich so ist. Ah, schon mega voll hier. Wir haben keinen Parkplatz gefunden. Also haben wir ein bisschen weiter geparkt, dann gehen wir halt zu Fuß. Wir sind im Krankenhaus, hat er recht, wir brauchen nicht. Deswegen haben wir auch keine Ahnung. Ganz gechillt, scheiß auf Maske. Ja, wieder auf dem Weg zum Auto. Die Claudia hat ja noch ihre Tasche, die wird beim Klaus im Krankenhaus bleiben. Wir gehen ins Hotel, die Gendarme hat uns ein schönes Hotel gesucht, gefunden. Und da fahren wir gleich mal hin und dann sprechen wir mal über zwei, drei Sachen noch. Ja, Bursa bei Dunkelheit. Die sind beide von der Gendarme und im Feierabend, wie gesagt, wir haben auch viel mit denen gequatscht, super lieb. Ja und, wie heißt der Kommutan? Weiß ich nicht mehr. Der hat aber auch gesagt, hier kannst du keinem vertrauen. Deswegen haben die halt für uns Hotel organisiert, bei denen in der Nähe. Und, Police? Ja, Police. Ja, und schauen wir mal, was die Jungs uns ausgesucht haben. Ja, das sieht schon schön aus mit den Lampen hier. Muss man schon sagen. Aber in Alanya ist es ja auch schön. Das ist übrigens Kestel, LEDSC. Das ist auch nicht schlecht. Hey, Karada. Karada, alles da bei Karada. Achso, die bringen uns zum Hotel, stimmt. Jo. Schon schönes Hotel, glaube ich. Ja, kleines
Boah, schauen wir mal. Frau Geiles Zimmer. Was hat's gekostet? 250. Ja, immerhin. Ja, ihr Lieben, so. Wir sind jetzt im Hotel angekommen, wie man unschwer erkennen kann. Wir haben 10 Uhr. Die Claudia wird, wie gesagt, im Krankenhaus bleiben. Wir waren erst bei der Gendarme gewesen, im Hauptquartier. Und super liebe Jungs, also ich habe noch niemanden von der Gendarme kennengelernt, der irgendwie nicht mega cool drauf war, mit dem man wirklich super Gespräche führen konnte und die mega hilfsbereit waren, sonst hätten wir das Hotel ja nicht. Ich meine, es ist jetzt nicht das Geilste der Welt, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie gesagt, das ist nur für ein paar Stunden Schlaf, morgen geht es wieder zurück. Ich habe das Bild von dem Unfall gesehen, also er ist mit dem LKW hinten drauf gefahren. Er hat ein bisschen was eingedellt gehabt, der LKW. Der Klaus, das Auto war so. Er musste mit der Feuerwehr rausgeschnitten werden, hat die Gendarme gesagt, weil er weiß es selber nicht. Er war erst auf der Intensivstation gewesen. Da hatten die Ärzte schon Bedenken, dass er sterben wird, weil er ja auch vor 20 Jahren einen Genickbruch hatte. Ich hab ihn ja gesehen. Und er liegt übrigens auf dem normalen Zimmer und war auch ansprechbar. Er hat auch gesprochen. Erinnerungen? Keine. Nichts vorhanden. Er hat uns erkannt, was schon mal sehr, sehr gut ist. Konnte auch sein Handy entschlüsseln, also beziehungsweise den PIN eingeben lassen. Ja, was war noch Wichtiges zu sagen? Ja, wir wissen jetzt nicht genau, wie es weitergeht. Auf jeden Fall Stand der Dinge ist. Auto, Totalschaden. Sein Krankheitszustand, was an dem Schädel ist, wissen wir nicht. Er hat eine Fraktur über dem Auge, komplett geschwollen. Ne? Ja, Frakturen an den Händen, noch ein Riss am Schädel. Wie gesagt, der Arzt kommt morgen, ganz normal. Claudia wird über Nacht im Hotel bleiben, im Krankenhaus bleiben. Und er darf natürlich das Land nicht verlassen, die Stadt auch nicht, weil die Gendarme möchte erst den Casa Report gemacht haben, diesen Schadensbericht gemacht haben. Der muss erstmal gemacht werden, komplett fertiggestellt. Wenn er irgendwo hingehen möchte, also wenn er entlassen wird aus dem Hotel, wenn es fertig ist, wir wissen nicht wie lange, muss er sich bei der Gendarme unten abmelden. Dann muss er zum Hauptquartier, dann muss er den Report machen, aus seiner Sicht was passiert ist und so weiter, damit die Akte geschlossen werden kann. So scheiße wie es am Anfang aussah, um sein Leben, so gut sieht es jetzt aus, Gott sei Dank, Allah Shukur. Wir tippen einfach mal drauf, dass es so, weiß ich, ein paar Tage oder was sein wird, dass er das Krankenhaus wieder verlassen kann. Also ich bin guter Dinge, dass es auf jeden Fall so kommen wird. Und was das Thema angeht, halte ich euch definitiv auf dem Laufenden. Ja, wir haben, glaube ich, uns auf jeden Fall mal ein Abendessen verdient. Das Subway, was ich geholt habe, habe ich natürlich noch nicht angerührt. Das war für heute Abend bestimmt. Gut, wenn euch der Kanal gefällt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Gerne auch kommentieren. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute.